weite Landschaften, Wiesen und Wälder, romantisch umflossen von der Havel, sind ein Hauptmerkmal des Havellandes. Es erstreckt sich in einem breiten Streifen westlich von Berlin, vom Falkensee bis nach Radolfzell, in der Nähe der Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt. Eingebettet in dieser schönen Landschaft liegen die zahlreichen Gemeinden der evangelischen Kirchenkreise Falkensee und Nauen-Rathungen. Und am 25. August 2019 feiern wir den gemeinsamen Havelländischen Kirchentag in Nauen. Nauen. Berge. Börnicke, Redo, Macau, Lietzow. Rezitierst du Fontane aus dem dritten Band der Wanderungen? Grüß Gott, dich Heimat, nach langem Säumen in deinem Schatten wieder zu träumen? Nein, ich zähle die Orte auf, an denen am 25. August der Havelländische Kirchentag beginnt. Und zu diesem Havelländischen Kirchentag laden die Kirchengemeinde der evangelischen Kirchenkreise Nauen-Rathenow und Falkensee ganz herzlich ein. In der St. Jakobi-Kirche und auf dem Martin-Luther-Platz erwartet sie ein buntes Programm rund um das Thema der Jahreslosung Suche Frieden und jage ihm nach. Darüber diskutiert die Fraktionsvorsitzende im Bundestag von der Partei der Grünen, Frau Katrin Göring-Eckardt, mit dem ehemaligen Bundesminister des Inneren und der Verteidigung, Herr Thomas de Maizière. Und um 16 Uhr feiern wir gemeinsam einen Festgottesdienst, in dem der scheidende Bischof unserer Landeskirche, Dr. Markus Dröge, die Predigt halten wird. Und er bringt seine Bassgitarre mit und wird musizieren. Und parallel zum Gottesdienst findet um 16 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Schule am Martin-Luther-Platz auch ein Kindergottesdienst statt. Der Kirchentag endet auf dem Martin-Luther-Platz mit einem Zeichen des Friedens. Kommen Sie zum Havelländischen Kirchentag am 25. August 2019 ab 10 Uhr. Beginnt er mit Bibelarbeiten auf dem Weg? In Nauen, Berge, Bredo, Börnicke, Macau und Lietzow. Die lachenden Dörfer, ich zähle sie kaum. Also gehen Sie mit Theodor Fontane auf Wanderung und kommen Sie ins Havelland zum Havelländischen Kirchentag. Wir laden Sie herzlich ein.